Aha. Ach, ach Gott, so. Da und da und da und da. Was sagt das Lab-Pack? Naja. Da oben ist noch was. Da oben ist noch was. Da oben ist noch was. Ist es mir aber egal, falls dahinter noch was ist. So. Machen wir das zu und gut ist. So, so. So, so, so. So, 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 so. Dann haben wir hier noch das Zinn. Oder ich muss mal gucken, ob ich da eventuell ein bisschen Silber doch mit irgendwo gefunden habe. Ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht zu hoch für Silber bin oder ob ich Silber dabei habe. Ich weiß nicht, wo man das findet. So und so. Und da drüben haben wir es dann bald geschafft. Ich werde aber gleich nochmal einen Schluck trinken. Einfach mal wieder unprofessionell während der Aufnahme, wie ich es gewohnt oder wie ihr es von mir gewohnt seid. Aber es ist auch schon wieder krass, was ich hier alleine an diesem U-Bahn-Tunnel an Rohstoffen habe. Wie gesagt, ich hatte jetzt schon ein ganzes Stack Eisenerz, was ich schon in meine Alchemical Bag getan habe. Da noch zumachen. So. Dann das. Dann habe ich hier noch den ganzen Gravier, den ich da rausnehme. Gut. Ist aber auch wirklich wieder ein Mengengravel, was hier ist. Oder Geröll oder Kies. Oder wie man es auch immer nennen will. Ich könnte mal sagen, Gott, wie diese Welt mit Gravel zugeschissen ist. Aber ich glaube, das wäre eine kleine Übertreibung. Nicht hier die Ressourcen vergessen. Gut, ist auch schon wieder ein bisschen was. Dann zumachen, zumachen. Aufmachen. So. Jetzt aber hier zumachen. So, so. So, so, so. So, ich mache mein nächstes Lied. Das ist jetzt zum Einschlafen. So, was haben wir da jetzt? Staff Credit. Nein. Lord Yabu Yabu. Machen wir das mal. So, 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 und so. Zack, 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 zack. Dann haben wir da noch den Gravel in der Wand und die Kohle in der Wand. Aber was hatte ich da jetzt? 2 Stacks, 3 Stacks Kohle mittlerweile. Wenn ich mir das mal angucke, dass es jetzt nur durch diese U-Bahn ist, auch schon wieder ein paar Diamanten. Oder mittlerweile vielleicht schon 4 Stacks, ne, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall einiges an Kohle. Und das Lied Escape from Ganon's Castle passt gerade mal überhaupt nicht. Dann nehmen wir noch lieber das hier von Ilya aus Twilight Princess. So, 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 so. Das zu machen, das zu machen. Hier, da und die Wand dicht. Die komplette Wand. So, so, so. Dann können wir den Philosopher Stone nehmen und transportieren. So. Hier haben wir noch einen Rubin, den wir uns mitnehmen können. Und dahinter wahrscheinlich noch mehr Rubine. Ne, es war nur der eine.
Dann hier natürlich den ganzen Gravel noch aus der Wand und aus dem Boden. Und dann sollten wir eigentlich schon fertig sein. Dann hier noch ein bisschen die Treppe ausbessern und das war's dann. Jetzt habe ich hier oben schon wieder zu viel gebuddelt. So, 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 so. Aber ich bin immer noch der Meinung, das hat mir noch keiner in den Kommentaren geschrieben, obwohl ich auch mal in mindestens einem Video nachgefragt habe. Ich bin immer noch der Meinung, obwohl ich jetzt weiß, wie das Lied heißt, dass das auch in Gronkhs Playlist damals drin war. Also in Folge 1 bis 200 oder kurz nach Folge 200 irgendwas. Ich weiß es nicht, wo er wann welche Playlists benutzt hat, aber ich meine, irgendwo hätte er das Lied auch mal in einer Playlist gehabt. So. Gut, da, dann. Das, 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 das. Durch Cobblestone ersetzen und transmutieren. Gewitter. In Minecraft oder wie? Oder war das hier von der Musik? Hallo Creeper. Hallo du. So, da ist ein Hühnchen. Habe ich jetzt hier noch irgendwas? Da ist noch Gravel. Das ist tatsächlich hier in Minecraft. Aber es regnet nicht. Das ist eigentlich gefährlich. Wenn es hier blitzt und es nicht regnet, wenn der Blitz einen Baum trifft, fängt der Baum an zu brennen. Und wenn es nicht regnet, wird das Feuer nicht gelöscht und es brennt immer weiter. Was wollte ich jetzt? Ich wollte das transmutieren. Muss ich ja mal gucken. Ich werde hier jetzt erstmal das hier noch wegmachen. Und das durch Cobblestones ersetzen. So. So, 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 so. So, so, so. So, 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 so. Gut, das ist soweit fertig, dann die Seite. Und ich werde auch gerade wieder immer müder. Wir haben es mittlerweile schon 11 Uhr. Ich bin zwar erst seit, glaube ich, Mitternacht wach. Aber, naja, ich muss auch zusehen, dass ich bald ins Bett gehe, weil ich ja heute Abend dann auch wieder fit sein muss für die Nachtschicht. Aber, ja. Und vor allem will ich dann, wenn ich jetzt ins Bett gehe, auch nochmal einen großen Schwung an Minecraft-Dateien zum Rendern durchjagen. Dass ich da nicht nur Vorrat in der Aufnahme habe, sondern auch Vorrat an fertig gerenderten Videos. Wäre wohl gar nicht mal so unpraktisch. Und ich muss dann mal zugucken, dass ich auch vom Let's Play Together nochmal so ein paar Parts rendere. Weil die gehen mir dann auch aus. Beziehungsweise die müsste ich dann erstmal schneiden, bevor ich sie rendere. Dann das da oben noch. Da fällt mir auch nichts auf den Kopf. Das ist sehr schön. So, dann muss da was hin. Das heißt, da fällt jetzt der Sand runter. Und es scheint gerade dunkel zu werden.
das mache ich jetzt auch einfach mal mit Cobblestone zu. Dann da. Da, 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 da. Dann ist da die Kante und da geht's raus. Gut, das ist alles mal zu Stone machen. Ich habe eine Spinne gehört, aber wenn es Nacht ist, könnte hier auch jederzeit ein Creeper irgendwo lauern. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal hier nach Hause begeben. Obwohl halt, da kann ich auch durch den U-Bahn-Tunnel laufen. Der sollte sicherer sein, was Gegner angeht. Ich hier noch ein bisschen Sand mitnehmen. Und dann kann ich gleichzeitig nochmal darauf achten, dass sowas hier nicht passiert. Dass hier nämlich alles schön mit Stone ausgekleidet ist. Sollte jetzt theoretisch überall sein. Und rein theoretisch dürfte hier Uran in der Wand sein, genau. Ja, rein theoretisch dürfte hier auch kein Gegner rumlaufen. So wie das ausgeleuchtet ist. Ich mache das mal so. Sollte, glaube ich, ein bisschen schneller sein. Ne, das nervt zu sehr. Aber durch Sprinten und Springen, das habe ich in einer Hunger Games Runde gelernt, kommt man tatsächlich schneller voran, als wenn man nur sprintet. Aber jetzt sprinten wir hier einfach mal. Das hier habe ich noch übersehen. Das habe ich noch übersehen. Gut, dass man nochmal einen Kontrollgang macht. So, und da muss ich auch mal gucken, werde ich wohl entweder... voll. Entweder graue oder hellgraue Lampen benutzen. Gott, habe ich hier viel Kupfer. Für die U-Bahn. Und dann werde ich die Fackeln abreißen und das Ganze genau wie im Let's Play Together mit Lampen machen. Im Prinzip ist das nicht, weil ich hier ziemlich oft erwähne, genau wie im Let's Play Together. Im Prinzip soll das so ungefähr dieselbe U-Bahn werden. Abgesehen von der Streckenführung. Nur dass ich hier jetzt die Wände aus Stone lasse. Und dass ich im Together dementsprechend, dass wir da die Ressourcen in der Wand gelassen haben, einfach aus Gründen des Aufwands, weil wir da zu faul waren, das Ganze rauszureißen. Und hier habe ich jetzt alle Ressourcen rausgeholt. Das ist der quasi einzige Unterschied. So, hier sollte ja nichts sein. Der ist auch voll, aber das Labpack werde ich jetzt noch nicht zum Aufladen da rein tun. Ich hole hier mal den Block weg, einfach damit man hier besser um die Ecke kommt. So, währenddessen solltet ihr auch fertig sein, genau. So. Wollte ich mir das schon längst einen Recycler gemacht haben? Dann kann ich jetzt ins Bett gehen. Guck dann nochmal nach der Baumfarm. Die sollte auch wieder schön voll gefüllt sein. Und ja. Hüpf und hüpf. Die ist eben nicht gefüllt, weil ich hier keine Junkloader habe. Da ist ein Creeper. Ja, mache ich mit der Kettensäge. So. Und ich glaube, ich habe das schon mal angesprochen oder auch nicht. Den Redbow Gummibaum, den kann man wunderbar in Minecraft 1.3.2 oder Minecraft 1.4 höchstwahrscheinlich mit der Sichel abbauen. Ja, hier war auf jeden Fall
Tropical mit drin. Also wie gesagt, ich hatte, glaube ich, wohl schon so ein bisschen versucht, was zu kreuzen. Ja, das Iron kann ich jetzt mal eben einschmelzen. Kohle hatte ich ja jetzt hier mit drin, aus Platzgründen. Das wird so langsam ein bisschen viel Kohle. Hier hatte ich jetzt nämlich auch noch zwei Stacks Kohle. Kann man das jetzt nicht? Ne, das sind jetzt zwei verschiedene Körperarten. Da muss ich jetzt mal gucken. Die 140, welche sind das? Das sind die. So, das sind dann die. Hier habe ich jetzt auch 140, das ist das. Kann man also da drauf tun und da. Ja, ja, so füllen sich dann auch die Rohstoffreserven wieder. 15 Rubine habe ich, davon habe ich jetzt schon wieder 48. Eisen und Refined Iron, Uran, die Dinger. Dann habe ich wieder zwei Schießpulver aufgesammelt. Obwohl, kommt das nicht eher hier rein? Doch, Schießpulver und Knochen. Du warst fertig, dann mach du mir mal Eisen. Na, da, da, so. Obwohl mir gerade was einfällt, ich gucke noch mal eben nach der Baumfarm. Wie gesagt, ich werde da dann auch Chunkloader anbringen, aber ich hoffe jetzt nicht, dass die nicht geladenen Chunks hier den Fehler mit der Reset-Line verursachen. Ne, die ist aus. Aber hier seht ihr mal, was hier alles an Glas vernichtet wird durch die Bäume. Das war alles schon voll mit Glas. Wo ist das Skelett jetzt? Weg. Runtergesprungen, wie es aussieht. So, tot. Den Fall kann ich jetzt nicht aufsammeln. Nö, das ist so seiner. Aber der hat auch wieder einen Bogen gedroppt. Scheinbar einen nicht verzauberten. Nur ein normaler. So, mittlerweile habe ich wieder Hunger, dann kann ich was essen.